Die Alpen im Winter. Der ideale Ort für Skiurlaub und Erholung. Aber nicht für Ben und mich. Wer schlägt sich besser bei Schnee, Eis und Kälte? Ich weiß genau, dass ich die Panik meines Lebens bekomme. Sag es nicht. Wer ist Meister oder Meisterin der coolen Winter-Fun-Sportarten? Was ist denn das für eine Frage? Na, ich? Hey, was ist mit dir los, Jessica? Eis, Schnee und Action ist meins. Also kannst dich schon mal warm anziehen. Nee, bisher schon. Das wollen wir noch mal sehen. Und damit Battles. Und als erstes Battle habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht. Nämlich Luftkistenschlitten. Nein. Battle 1. Ein Luftkissenschlitten oder Airboard ist so etwas wie ein aufblasbarer Schlitten. Sie haben Griffe an den Seiten, an denen man sich während der Fahrt festhalten kann. Sehr sinnvoll, denn diese Dinger schaffen teilweise über 100 km/h. Das ist so schnell wie ein Auto auf der Autobahn. Das Ding ist, wer runterfahren will, der muss auch erstmal hochkommen. Ja, und da sind wir schon beim Thema, Jess. Erstmal ja. Respekt, dass du dir für die erste Challenge gleich mal hier den Mount Everest ausgesucht hast, ja. Bei deinem Schiss, ja? Ja. Und was noch viel krasser ist, ey, die Dinger auf dem Lift, ich glaube, das ist nicht einfach. Hast du denn auch ein bisschen Angst? Ich habe Angst vom Hochfahren, nicht vom Runterfahren. Ja, dann du beim Hochfahren, ich vom Runterfahren. Oh, oh. Are you ready? Ja, ich glaube ja. Let's go. Nicht verraten, dass ich echt Schiss habe. Ich hol mir den Punkt. Ja, ist klar, Jess. Jess, dafür musst du ja eigentlich schon mal einen Punkt bekommen, ne? Wie toll du hier hochgefahren bist. Ja, das hat super geklappt, wenn es so auch noch runterklappt. So, wie funktioniert das Ding? Ich habe hier zur Sicherheit den Sicherheits-David. Hallo, David. Hey. Hallo, Sicherheits-David. Haltet euch immer gut an den Griffen fest. Ja. Und dann Spaß haben bis unten hin. Wenn ihr bremsen wollt, genau. Rechts oder links 90 Grad zur Fahrtrichtung drehen und die Füße in den Schnee hauen. Muss man denn bremsen bei diesem Hang hier? Weil so steil ist ja nun auch nicht, oder? Der ist mega steil. Ganz am Ende vielleicht unten bei der Liftstation. Wer kam eigentlich auf diese dumme Idee? Wenn du das wolltest, Jessica, dann ziehen wir das jetzt auch durch. Ja. Ja, und von der Regel ist eigentlich ganz einfach, ne? Wer zuerst unten ist, bekommt den ersten Punkt. Genau, oder halt auch, wer bremst, verliert. 3, 2, 1. Gewonnen! Der erste Punkt geht an Ben! Der zweite Berg, Alter! Hast du gebremst? Natürlich! Warum? Und ich hatte trotzdem 500 Stundenkilometer. Nichtsdestotrotz, jetzt kannst du vielleicht noch mal ganz kurz sagen, wie jetzt die Punkte stehen. Ein Überlebenspunkt für mich und ein echter Punkt für dich. Jawollo! 1-0, wobei ich mein persönliches Ziel auch erreicht habe. Krass, ich habe das Herzrasen meines Lebens gerade erlebt. Keine Chance zu bremsen. Es gibt nur ein Gas. Vollgas. Ja, es ist einfach unkontrolliert schnell. Bei all dem, was wir schon testen durften, also das ist total ein abgefahrenes Sportgerät. Ich denke, man muss trotzdem extrem wachsam sein, wo man fährt, weil es ist wirklich sehr schnell. Und dieses mal kurz links ausweichen ist halt nicht, wenn man es nicht so oft gemacht hat. Und was ich natürlich am allerbesten finde, eigentlich ist das unser Sportgerät, denn egal, wo man ist, man kann sich einfach hinsetzen und ein bisschen in der Sonne chillen. Ich habe die nächste Challenge für dich vorbereitet. Okay, ich bin ready. Let's go. Snowbiken. So ein Snowbike sieht schon verrückt aus. Im Sitzen geht es damit die Piste runter. An dem Gerät sind Kufen befestigt. Zusätzlich schnallt man sich solche Minischier unter die Füße. So, Jessica, ich weiß ja, was du liebst. Deswegen habe ich mich für dieses wunderschöne Snowbike hier entschieden. Ja? Katastrophe. Ich habe richtig Bock drauf. Und es gibt tatsächlich nur einen auf der ganzen Welt, der das besser fahren kann als ich. Und das ist Hermann. Man könnte auch sagen, es ist Hermann der Weltmeister. Denn er hat tatsächlich schon 5 WM-Titel. Hallo, Hermann. Grüß euch. Check. Alles okay. Hi, alles okay. Grüß dich. Hallo. Wie geht's dir? Sehr gut, wunderbar. Tolles Wetter, ideale Bedingungen zum Snowbiken. Jess hat ein bisschen Angst noch. Erzähl mal ein bisschen, wie das Ganze funktioniert. Also es ist wie beim Fahrradfahren. Kopf über die Schulter und schon fahre in diese Richtung. Also muss man gar nicht lenken? Muss man gar nicht lenken. Man kann ganz leicht lenken, aber es sollte der vordere und der hintere Ski immer in eine Richtung sein. Also natürlich gewinnt der, der am schnellsten unten ist. Aber wenn man hier eine von diesen Slalom-Markierungen auslässt, gibt es 10 Strafsekunden auf die Gesamtzeit. Hast du mich verstanden? Ich habe mir die Strecke gerade noch mal angeschaut und ganz ehrlich, ich kann kein Skifahren und ich habe jetzt zusätzlich zu Minischieren auch noch Skier unter dem Rad. Also
es macht gar keinen Sinn, mit dir zu Nein, betteln. Nein, das machst du nicht. Deshalb würde nicht. Ich Gebrauch machen von einer Regel, die wir haben. Verdammt! Wenn Herman, Nein. der Weltmeister, am Start ist, dann haben wir beide einen Hermann-Joker. Und ich ziehe meinen jetzt. Hermann, würdest du für mich das Rennen fahren und mir bitte einen wichtigen Punkt holen? Mach ich gerne, kein Problem. Jetzt soll ich gegen den Weltmeister fahren? Ja, fünffacher Weltmeister, bitte schön. Du hast den Weltmeister-Joker gezogen, Hermann. Das heißt, ich muss dich leider an deine Grenzen weisen. Okay. Gib alles, Hermann. Ich fass es nicht. Ich bin so schlau. 3, 2, 1, los. Trotzdem, Jess, du hast den Weltmeister-Joker gezogen, dann soll der Punkt auch deiner sein. Mann ey, 1-1, ich raste aus. Das ist ein super Gerät, das Snowbike. Nee, ohne Quatsch, ich finde das echt ein krasses Gerät. Man hat Skiern und sitzt auf Skiern. Also man hat viermal Ski unter sich. Das ist so krass. Hätte man keine gehabt und man hätte so irgendwie mit den Füßen bremsen können, hätte ich es ja vielleicht gemacht, aber so nur, man ist ein Ski. Das war mir zu krass. Wie fandest du es? Also es macht mir total Spaß. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag das, dass man, es geht nicht so die Beine, man kann die Beine entlasten, man kann richtig Speed aufnehmen. Und ja, irgendwie ist es was Abgefahrenes, was nicht jeder hat. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ich sowas nochmal fahren werde, ohne dich, Jess. Und am Ende des Tages steht es vollkommen wohlverdiente 1-1. Also damit ist noch komplett alles offen, was auch super ist, denn morgen gibt es Servus. Tschüss. Und auch Fürthi, wie man in Österreich sagt. Tschüss. Tschüssi.